Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Das Qualifying zum großen Preis von Russland fängt an. Ja, wir haben ein richtig gutes Rennwochenende hinter uns gehabt, letzte Woche. Und Hallo jetzt an geht alle das Neue los. Formel-1-Fans. Und ich bin sehr gespannt, beziehungsweise gestern ist es schon losgegangen, aber jetzt bin ich sehr gespannt, wie es hier wird. Okay, So, ich du guck mal solltest eben es gerade aufs endlich Wetter. sein. Schauer Nächste sind Runde des angesagt, aber noch Qualifying nicht. schaffen. Versuch also früh eine gute Runde hinzulegen, damit wir die Reifen schonen können. So, ich werde Autoeinstellung Nummer 4 wählen. Und dann, genau, die Reifen noch. Jedes Mal das gleiche. So, macht aber nichts, die paar Sekunden. Nicht so dramatisch. So, nehmen wir die Options, da haben wir noch ein paar mehr von. Bis auf Q2, da nehmen wir die Primes. Und hoffen, dass es wieder alles am Ende gut geht. So. Auf geht's. Sieht auch deutlich freundlicher eigentlich jetzt aus als gestern. So, und wenn alles gut geht, dann sind wir hier mit 3 Runden durch. Und ich mag die Strecke, ne? Also ich weiß nicht, was ich bei dem letzten Mal, als wir Sochi gefahren sind, was ich da gesagt hatte, aber also mir gefällt sie. Erinnert mich so ein bisschen an Valencia. So, und die G-Kräfte sind hier nach der Kurve, in der Kurve und nach der Kurve bestimmt nicht so schlecht. So, da muss man mal aufpassen, die Wand da links, da müssen wir ja bestimmt 15, 16 Mal vorbei. Heil. So, das war auch ganz schön knapp. Oh. Gucken wir mal. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich nur 13 Mal oder so da vorbei. Ist doch ganz schön lang, die Runde. So. Und dann bin ich mal gespannt, wen es diesmal wieder trifft, von wem man spricht, wer rausfliegt. Ich gehe davon aus, dass der dass der die größten Chancen hat, Alonso oder Ricciardo, dass sie benannt werden, dass sie als Erster rausgeflogen sind oder dass sie halt in Q1 rausgeflogen sind. So, Grosjean wird disqualifiziert, okay. So, wenn hier Massa, Bottas und so mal Runden hinlegen, dann würde Alonso auch Richtung Platz 15 geschwemmt werden oder 16, 17, 18, 19, 20. Das sind ja die weg sind. Schade, dass jetzt einer hier schon sicher weg ist. Aber die Zwischenzeiten hier sind alle besser als die von Alonso. Der wird jetzt richtig schön durchgereicht. 15. Da ist er schon. Und auch die beiden werden da wahrscheinlich, oder einer zumindest, vor ihm landen. Beide sogar. So, und dann bin ich mal gespannt. Kriegt er hier, wird er benannt, als dass er raus ist. Das Qualifying 1 ist vorbei und die Überraschung des Tages ist perfekt. Fernando Alonso ist draußen. Das wird morgen ein sehr schweres, langes Rennen für ihn. Wenn das 16 Mal passiert im Jahr, dann ist es keine große Überraschung mehr. Naja. So, jetzt wird es interessant bei Q2.
am Ende, welche Reifen haben die Gegner? Da hoffe ich natürlich, dass sie alle wieder ihre Options rausgekramt haben. Das sind nämlich jetzt auch die Startreifen. Für das Rennen. Oh, warum bin ich immer so müde, wenn ich F1 spiele? Also, wenn ich FIFA aufnehme oder andere, dann ist das ja auch nicht. Ist irgendwie komisch. So, Primes. Zack. Neue Primes natürlich. Und danke, Hans. Auf die Strecke gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich erstmal in Bremsplatten reinfahren, das ist immer sehr geschickt. So, ein bisschen weiter rausgekommen. Ich fahre jetzt auch extra ein bisschen vorsichtiger, um die Reifen hier nicht so zu quälen. Das reicht, wenn wir das im Rennen dann machen. Und es reicht der Dicke, wenn wir hier Zehnter werden. Deswegen bremse ich immer ein bisschen vorsichtiger und vorher und fahre dann die Kurve nicht mit kompletten Lenkeinschlag durch, sondern so halb. So, 1,45 ist schon ein bisschen langsamer gewesen als die 1,40 in Q1. Gucken wir mal. Das liegt jetzt aber auch an den Primes. Oh, Rang 9. Hoppla. Na gut, 7 Zehntel hinter Rang 4. Sollen wir lieber noch eine Runde fahren? Hoppla, das ist aber arg langsam, ne? Das ist ja uncool jetzt. Dann sind wir vielleicht ein bisschen zu... Haben wir ein bisschen zu sehr auf die Bremse gedrückt. Dann nehmen wir lieber nochmal einen Versuch. Wir liegen weiter hinten im Feld als erwartet. Wir müssen irgendwo etwas Zeit gewinnen. Ja, fahren wir nochmal eine Runde. Muss nicht Platz 1 werden. Aber sollte auch nicht Platz 9 sein, wenn noch ganz viele andere keine Zeit haben. So, und da will ich jetzt kein Risiko eingehen. Von daher fahren wir hier einfach nochmal und gut ist. Und dann fahren wir einfach ganz normal, ne? Das hat ja bei den anderen auch immer gut geklappt dann. Im Rennen.
Ah ja, das wäre nämlich kritisch gewesen, glaube ich. Mit 1,45,9. So, das war besser als 1,45,9. So, das müsste es jetzt auch dicke gewesen sein. Wahrscheinlich reicht es auch wieder für Platz 1. Mal gucken. So, aber mal gucken, was 1,45,9 gebracht hätte am Ende. Oh, wäre jetzt schon Platz 11 gewesen, ne? Ja, ja, von daher war die richtige Entscheidung, hier nochmal eine Rundenzeit hinzuknallen, wo die anderen denn jetzt gar nichts mehr entgegenzusetzen haben. Ja, ich hoffe mal, dass die so langsam sind und trotzdem die Options haben und nicht alle Primes. Mal gucken. Wir werden es jetzt erfahren. Am Ende der zweiten Runde stehen also nun na, wunderbar. Fest, die in Q3 um die besten Startplätze kämpfen werden. Ja, wunderbar. Sehr schön. Also, das ist doch schon mal gut. Jetzt holen wir uns noch die Pole Position und dann holen wir uns dann morgen den Sieg. Und hier mache ich mir keine Gedanken, weil hier sind nicht so viele Stellen, wo man Crash bauen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, also hier sind wir wirklich in einer richtig guten Favoritenrolle, glaube ich. Dürfen halt nur keine Flüchtigkeitsfehler dann machen. So, auf geht's. So, bis hierhin alles vernünftig, lief gut. Du bist gerade die bislang schnellste. Gut. Na, dann bin ich mal gespannt. Das sollte ja dicke reichen jetzt, denke ich. Ja, das wird reichen. So, können wir einfach hoffen, dass Rosberg und Raikön vielleicht noch ein bisschen nach hinten durchgereicht werden und Hamilton, naja, der wird sich da vorne noch einsortieren.
Ja, aber dann bin ich mal gespannt. Also, das könnte jetzt endlich oder hoffentlich mal ein zweites gutes Ergebnis hintereinander sein. Nach dem richtig tollen Ergebnis in Japan. Und ja, wir hoffen natürlich einfach wieder, dass Rosberg nicht Zweiter wird. Und wenn möglich auch nicht Hamilton. Aber naja, einer von beiden wird es wahrscheinlich sowieso dann Zweiter werden. So, Hamilton. Oh, keine gute Zwischenzeit von ihm hier am Anfang. Nur Vierter. Rosberg war der 2 oder 3? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber wir werden es ja jetzt gleich nochmal gezeigt bekommen. 2. Im morgigen Rennen steht er damit auf einer sehr guten Startposition. Im Rennen morgen werden sie nicht zu schaffen. Ja, Leute, dann sehen wir uns morgen wieder zum großen Preis von Russland in Sotschi. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dann.